Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Hallo Schalke, auch in diesem Jahr melden wir uns wieder vom Kia Autotalk vor dem Knaller gegen den HSV zum Rückrundenstart. Euch natürlich nochmal ein frohes neues Jahr, alles, alles Gute, viel Glück und Gesundheit unserem Club. Punkte, Punkte, Punkte. Genau, Peter. Ari, der HSV, Dino aus der Bundesliga, ist mittlerweile aber auch schon einige Zeit in der zweiten Liga. Ja. Was wird uns erwarten? Das ist ja das Thema. Erstmal muss man sagen, unsere Jungs haben ja in Portugal die Vorbereitung gemacht. Wir werden sehen, ob man länger als 70 Minuten Kondition haben. Das hatten wir in der Vorserie nicht gehabt. Ich hoffe, dass wir daran gearbeitet haben, dass Gerrit da ein bisschen daran gearbeitet hat. Ja, neue Spieler kriegen wir nicht, Peter. Ja. Ja, da können wir vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Ja, wir haben ja Marc Wilmuth. Ja, Wilmuth kam jetzt neu. Ich muss sagen, ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, weil es ein ehemaliger Spieler ist. Auch wenn er jetzt hier schon 20 Jahre nicht mehr im Verein war. Aber er wird ja irgendwas haben, sonst hätten unser Vorstand und Aufsichtsrat ihn nicht verpflichtet. Also trotzdem bin ich immer dafür, dass Fußballer im Verein reinkommen. Ja, der Mythos von Marc Wilmuth, Kampfschwein, damals her um Platz immer alles gebracht hat. Und wenn er das jetzt auch umsetzt, hier für unseren Verein in der Vorstandsregie und für seinen Job, den er da jetzt eben halt macht. Ja, er macht ihn den jetzt. Er macht, werden wir sehen. Wir können es innerhalb von wenigen Wochen nicht erwarten. Nein, wer weiß, was er kann. Nein, das geht nicht. Aber konzentrieren wir uns einfach mal auf das Spiel gegen den HSV. Glatzel, Jatta vorne, müssen wir natürlich ausschalten. Ne? Die Hamburger, sind vorne sehr gut bestückt, das muss man wirklich sagen. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Also, auch der Benesch im Mittelfeld ja, ist ganz schlechter. Und Kaminski und Kallas müssen da schon ein bisschen die Augen aufhalten. Also wir müssen schon gut stehen, das ist ganz klar. Wir können aber nicht nur gut stehen, sondern wir müssen auch ein wenig nach vorne spielen, weil wir müssen auch Tore machen. Ja. Man kann sich jetzt hier nicht nur hinten reinstellen eventuell und sagen, naja, wir kontern die mal in unserem eigenen Stadion aus. Das ist also auch, glaube ich, nicht unser Spiel. Das wird auch Gerrit nicht sehen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal aufgeregt, weil das erste Spiel da ist. Immer Rückrundenauftakt. Und das ist einfach nur klasse, da freuen wir uns. Wir werden 60.000 im Stadion haben und dann werden wir mal sehen. Also wenn es in die Hose geht, dann muss man mal schon ein bisschen überlegen, wann das nächste Spiel in Kaiserslautern ist. Natürlich, also haben wir hier schon ein bisschen Druck gegen den HSV. Ja. Aber den Druck hat der HSV auch. Ja, heute Abend im Stadion wird es sich zeigen. Also, wer geht mit dem Druck am besten um? Genau, weil, wenn die Hamburger verlieren, dann ist er auch erstmal nach oben. Ja, ja, da wird auch dann ein bisschen der Abstand größer. Und Hamburg muss auch rein in die erste Liga, wie eben Schalke genau auch. Genau so. Dann werden wir sehen, wie die HSV sich heute schlagen. Und wenn es geht, wäre natürlich super, dass wir den HSV schlagen würden. Das wäre natürlich sofort Auftakt, ein super Auftakt. Dann läuft vielleicht die nächste Halbsaison ein bisschen besser als die Vorringer. Genau. Wir drücken die Daumen, Schalker. Wir drücken die Daumen und freuen uns heute Abend auf einen richtig geilen Rückrundenauftakt. Jawohl. In dem Sinne, nur der S04. Nur der S04. Ciao. Ciao.